Roboport haben wir, Bot haben wir, das haben wir. Das Problem war immer noch das mit den Chips. Und da habe ich jetzt eigentlich schon zwei Folgen zu aufgenommen, aber in den zwei Folgen habe ich nichts anderes gemacht, als den Forschungstree durchzugucken. Und da dachte ich mir, die kannst du noch rausschneiden und das Ganze nochmal neu laden. Also ja, das Problem sind die weißen Chips. Ich kann ja mal ganz kurz hier die Kette nochmal durchgehen. Also, wir brauchen allgemein hellblaue Tränke. Für die hellblauen Tränke brauchen wir die weißen Chips. Nur nochmal zur Erläuterung. Wir haben braune Chips. Das ist die Stufe 1. Das sind die ehemaligen grünen Chips. Dann haben wir die weißen Chips. Das sind die ehemaligen roten Chips. Und wir haben wieder grüne Chips. Das sind die ehemaligen blauen Chips. So, für die brauchten wir jetzt die weißen Bretter. Die weißen Bretter haben wir hergestellt. Zusammen mit Zink, Zinn und Ferrok, irgendwelchen komischen Flüssigkeiten und Chlor und was weiß ich. Das war schon schlimm genug. Jetzt brauchen wir aber noch Solder und die Electronic Components. Dafür brauchen wir Solder Plates. Solder Plates sind hier unten. Und da habe ich immer auf das Rezept gestartet gehabt. Also in den zwei Folgen, die ich jetzt rausgeschnitten habe. Und das beißt sich in den Schwanz, weil die Fabriken, die unten gezeigt werden, die kann man nur herstellen, wenn man hellblaue Tränke hat. Und hellblaue Tränke wollen wir jetzt ja gerade herstellen. Also können wir das nicht produzieren mit dem. Aber rechts daneben ist noch mal ein Rezept. Und da haben wir unten so eine blaue, sieht aus wie der Stone Furnace. So eine blaue Variante davon. Die rote Variante davon können wir schon herstellen. Das ist die da, Chemical Furnace. Aber für die blaue brauchen wir was anderes. Das heißt, das werde ich jetzt gleich erforschen. Genau, und sobald wir das haben, brauchen wir nur noch Blei. Was nicht mehr so in der Wildnis vorkommt, sondern nur noch in gebundener Form in Galena oder so ähnlich. Sieht schwarz aus, kann ich euch gleich zeigen. Ja, das ist jetzt der Ablauf. Und das ist echt garstig. Also, dieses Modpaket blind zu machen, ist die Hölle. Was das angeht. Deswegen denke ich mal, ist jetzt auch das Beste, dass ich die zwei Folgen rausgeschnitten habe. Und das hier ist, wie heißt das? Ja, Galena. Galena ist eine Mischung aus Nickel und Blei. Das heißt, wir kriegen hier beides raus. Ich sollte wohl mal einen Drill darauf schmeißen. Bauen wir davon drei, weil wir brauchen ein paar andere Materialien. Brech die mal ab. So. Und erforsche jetzt das da. Das da brauchen wir, um einen Metal Mixing Furnace hier zu bekommen. Um denn damit die Solder Plates zu machen. So, erforscht das. Und dann hätten wir gerne hier eine Kiste. Wir hätten gerne hier einen Pole. Ist der erste schon durch? Nee. So, wir ein paar Ressourcen schnappen. Oh ja, das war echt ein Krampf eben gerade. Immer nur und eine halbe Stunde lang auf das doofe Ding da gestarrt. Aber gut, jetzt habe ich es herausgefunden. Und wenn das nächste Mal sowas kommt, dass ich jetzt unbedingt irgendeinen technologischen Fortschritt machen muss, also jetzt das Äquivalent zu Lila-Chips oder so, dann mache ich das einfach kurz off-camera, das rausfinden, wie das funktioniert. Das ist wesentlich einfacher. Anstatt jetzt stundenlang auf irgendwelche Bildschirme zu starren, wo sich nichts verändert. Was will ich hier überhaupt? Ich will die da abliefern. Die da abliefern. Die da abliefern. Steinmauern wollte ich auch noch holen. Ja. Die können auch mal mit. Und die ganzen Sachen da. Jo, sehr schön. Ein paar mehr Labore könnten wir uns, glaube ich, auch langsam leisten. Wobei das immer so ein Problem ist. Sobald wir irgendwas erforschen, was mehr Tränke braucht, dann kommen die hier eh nicht mehr hinterher mit dem Produzieren. Und dann, ja, ist okay, lassen wir es mal so. Genau, Mining Drill. Da. Setz Mining Drill. Dahin, damit du möglichst viel abbekommst, weil das ist kein Endlos-Ding. Das heißt, wir haben irgendwann kein Blei mehr und können dann keine Solar Plates mehr herstellen und können dann keine weißen Chips mehr herstellen. Was ein wenig unschön ist, aber lässt sich nicht ändern. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir auch noch Silber. Oh, davon haben wir ein bisschen mehr. Ist okay. Ist aber auch eine endliche Ressource. Das heißt, wir werden weiterhin expandieren müssen. Was aber auch ganz okay ist. Drill, drill, drill. Da ist noch ein Drill. Was brauchen wir jetzt noch? Mal kurz. Da. Blei und Tin.
Tintin ist hinten. Und wir können leider keinen Schmelzofen direkt hier ranstellen, weil es stellt halt zwei Sachen her. Also ja, wir könnten es, wenn wir noch ein Ärmchen ranhängen und blubdiwupp, aber es ist ehrlich gesagt gar nicht mal so eine schlechte Idee mit dem Ärmchen. Was machst du? Waterboard 2? Ach so. Ja, Silver? Können wir Silver nicht einfach so einschmelzen? Ich guck mal. Erstmal hätte ich ganz gerne so ein Ding gebaut und geguckt, wie das aussieht. Also das Interface davon. Weil dann schmeißt er drei Metalle rein und bekommt dann was raus. Das da. Ah, okay, einfach Rezept auswählen. Wir kriegen Stahl aus komischen Knubbeln. Smelting Purified Copper. Ist irgendwas anderes? Da, Solder Plate. Breastplate, Bronzeplate. Nochmal Silver. Und wirf Silber rein. Ja, wozu genau sollen wir jetzt Silber erforschen, wenn wir Silberbarren auch so herstellen können? Ich glaube, das ist wieder irgendeine Lücke im System. Ja, scheinbar. Aber das reicht mir auch schon. Ich will nur ein bisschen was haben, damit ich schon rumhantieren kann. So, du stell dich mal um auf. Was hast du denn hier noch alles? Bone Charcoal. Nee. Da, Solder, Dingens, Bums. Blei brauchen wir gleich auch noch. Ja. Setz mal einen Steinofen direkt daneben. Da schmeißen wir jetzt Blei rein. So, du hättest gerne Tin? Was? Nur Tin und Blei? Nur Tin und Blei. Okay. Tin, Blei. Also siebenmal Blei. Wie viel Solder Iron Dinger kommen da raus? Das wirkt für mich jetzt doch gerade recht teuer. So. Elfmal. Ja, das ist okay. Das heißt, wir haben Solder Plates und damit können wir jetzt nicht die herstellen, weil dafür brauchen wir noch Plastik und Silikon. Ja. Mach mal den dahin. Den dahin. So, du schmilzt ein. Also du machst Blei. Ich brauche Ärmchen. Ärmchen. Da. Du machst Blei und. Was war das andere? Tin. Schmeiß ich einfach so rein. Hier, Tin. So, das hast du ganz weg. So, also Solder Plates bekommen wir schon mal. Das andere? Silicon war das Zäpfchen. Unten rechts. Zäpfchen ist hier. Stellen wir hier in diesen komischen Dingern. Ja, braucht Quarz, Carbon und Calcium. Komische Knubbelchen. Calcium-komischen Knubbelchen konnten wir hier oben auch irgendwo herstellen, oder? Als Nebenprodukt oder so? Tu mal das hier irgendwo hin und guck mal, ob du irgendwo irgendwas abzwacken kannst, womit man diese Calcium-Knubbel hermachen kann. Nee, okay. Dann vielleicht in einer Chemical Plant? Gucken wir gleich mal. Du bist Sodiumhydroxid. Da hinten ist Carbon. Da ist Müll. Du. Kannst du irgendwo diese komischen weißen Knubbel machen? Ja, kannst du. Du brauchst Stein und diese Lösung da. Stein. Oh, warte mal. Haben wir noch Replikator? Ja, Replikator. Mach mal Replikator dahin. Stell bitte Stein her. Tu das bitte da rein.
Achso, das ging ja schnell. Wir brauchen bessere Applikatoren. Definitiv. Boah, Alter. Wir brauchen definitiv bessere Applikatoren. So, T. Ich würde gerne erforschen. Electric Metal Mixing? Ne, es braucht wieder hellblaue Tränke. Hellblaue Tränke sind ein No-Go. Momentan. Die ganzen Metalle sind komisch, weil wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja doch, also wir brauchen sie nicht, um die Barren herzustellen, aber wir brauchen sie wahrscheinlich für die ganz anderen Sachen. Trotzdem mach lieber erstmal Laser. Ja, mach mal Laser. Ist okay. So, nimm diese komischen Calciumchlorid-Dinger. Jetzt würde ich gerne mit Zäpfchen stellt man her in den Dingern. Das heißt, wenn wir das jetzt daneben machen, machen wir das da weg. So. Die da rein. Dann brauchen wir jetzt noch Quarz und Carbon. Carbon müsste hier unten eine Menge sein, richtig? Das filtern wir irgendwie raus. Oh, und ich hatte ganz viel davon noch im Inventar. So. Carbon. Bam. Das dauert echt ewig. Quarz. Haben wir noch einen Drill? Ja, wir haben noch einen Drill. Quarz war da oben. Gib her. Tu da hin. Tu da rein. Ja, damit. Das heißt, wir kriegen gleich unseren ersten weißen Chip. Ernsthaft? Du da. Und zieht euch das mal rein, was das für eine Riesenschose hier ist, um einen einzigen roten Chip herzustellen. Ah, das ist Hammer. Da, Zäpfchen, go. Tu Zäpfchen da rein. So. Alter Falter. So. Eigentlich bräuchten die noch einen Direktanschluss. Also eigentlich müssten wir hier jetzt Fließbänder bauen und die bis nach ganz unten machen. Und weißt du was, das mache ich jetzt einfach. Da, bau Transport Belts. Alle schön da unten rein. Mach das auf der Seite hier. So. Mir steht kein Stein im Weg. Genau. Und hier kommt jetzt ein Ärmchen hin und das schnappt sich das Quarz, was gleich von da oben kommt. Er hätte auch gelacht, wenn wir das ganze Ding hier nicht voranstalten könnten. So, dreh dich um. Gut. Du bekommst Quarz. Hör damit. So, jetzt fehlt uns immer noch Plastik. Plastik bräuchte eine normale Chemic Plant. Und ich glaube Forschung, oder? Kommt man Plastik sofort machen, sobald man die Sachen hier hatte. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber werden wir ja gleich sehen. Derweil liefere ich nochmal ein paar von den Kohlebriketts unten ab. Damit das hier auch durchgehend läuft. Da. Da. Wobei das echt viel ist. Aber nee, lass ruhig mal drin. Wir brauchen selber kaum Brennmaterial. Das ist gut. Was machen wir mit den ganzen Fischen? Keine Ahnung. Nimm mal 100 Fische mit. Falls wir ganz, ganz viel gebissen werden oder so ähnlich. Ja, hier müssten wir auch weitermachen. Wobei Strom dank der Anlage da unten relativ gut aussieht. Ja, und die Akkus kommen sowas von... die Solarpanels kommen sowas von daher mit aufladen. Ah, das ist schön. Holz ist auch kein Problem. Können wir also auch oben immer regelmäßig nachladen. Und Resin wird hier wahrscheinlich auch genug hergestellt, um den Bedarf zu decken vorerst. Das heißt, das Ding da unten könnten wir kappen. Aber, ne, wir brauchen Schweröl für nichts anderes. Oh, wobei, doch. Mach mal das da weg, dass es sich hier staut, damit wir Resin immer genug haben dafür. Wir haben, Quatsch, Lubricant immer genug haben für die roten Engines. Weil wir haben keinen Lubricant-Tank, fällt mir gerade auf.
Ja, mehr davon. Na, das schaut doch gut aus hier mit dem Quarz. Ja, damit. Einfach alles reinstopfen. So. Die geplant. Damit wollten wir jetzt herstellen Plastik, richtig? Okay. Mal dahin. Ich sehe kein Plastik. Ne, Plastik müsste hier mit bei sein. Das heißt, wir haben noch kein Plastik erforscht. Wo? Erforschen Plastik. Bestimmt beim Advanced zerlegen hier, oder? Nee. Ach, komm schon, Jungs. Ich will nicht wieder hier drin suchen, wo Plastik ist. Nimm das da raus. Erstmal gucke ich, ob wir es irgendwo anders schon haben. In irgendeiner anderen Form. Oh, wobei, davon hätte ich ganz gerne eine. Weil ich würde ganz gerne den Wald hier wegmachen, damit wir die Mauer gleich rüberziehen können. Die Mauer, die wir übrigens noch bauen sollten. So, weiter auf Dingens starren. Besuchen Plastik. Da ist Rubber. Rubber zählt aber nicht als Plastik. Und da ist Silver, was auch kein Plastik ist. Nee. Ja, wir können es definitiv noch nicht herstellen. Das heißt, ich muss es gleich im Tech Tree wieder suchen. Ah, ist doch doof. Aber na gut. Erstmal springe ich hier in den Wald weg. Das sieht krass aus und ruckelt. Ja, gut aufgeräumt. Ruckel, 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 ruckel. Da sind die Mauern. Und das passiert, wenn man irgendeine Ressource selber herstellen kann. Man hat absolut keine Achtung mehr für diese Ressource. In diesem Fall jetzt Holz. Wow, ne. Wir müssen noch mehr Steine holen. Da, gib mir Steine. Also Stein, Ziegel. So. Guti. Ja, dann mache ich jetzt einfach eine Pause. Und arbeite mich off-camera rein, wie wir jetzt zu. Was genau wollen wir jetzt zu Plastik kommen? Was jetzt komisch klingt. Aber ich wüsste es ad hoc halt nicht. Ja, bis gleich.